Und damit herzlich willkommen, liebe PlayStation-Freunde, zu unserem Review-Video zum Razer Raiju Ultimate. Hier drin ist das schöne Teil, das werde ich euch jetzt ein bisschen vorstellen, ein bisschen was dazu sagen, warum mein mobiles Hochfrequenz-Fernsprechgerät hier liegt. Das erkläre ich euch auch gleich, das brauchen wir nämlich gleich auch. Und den DualShock 4 und den Xbox-Controller, die habe ich jetzt einfach mal nur zum Größenvergleich damit hingelegt, damit wir mal ein bisschen vergleichen können, wie er von der Größe her sich denn von beiden unterscheidet. Und wir machen das Täschchen, das... Schon ist er auf der Hosenstall. Wir machen das Täschchen, das dabei ist, natürlich direkt mit auf und das zeige ich dann auch nochmal. Aber hier ist erstmal das gute Stück. Den nehmen wir uns gleich vor, ganz kurz einmal zur Tasche. Das ist ein Hardcase. Ne? Das heißt, da kann jetzt auch nichts so leicht kaputt gehen. Mit dabei sind zwei zusätzliche Sticks, ein etwas kürzerer konvexer Stick und ein etwas längerer konkaver Stick. Und wer sich jetzt den Unterschied zwischen konvex und konkav genauso schlecht merken kann wie ich, für den gibt es eine kleine Eselsbrücke. Die findet ihr allerdings im Artikel zum Gamepad. Und der ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. Ne? Hier seht ihr nochmal, der eine etwas kürzer, der andere etwas länger. Und es ist auch ein zusätzliches Digitalkreuz dabei, das ihr natürlich auch entsprechend wechseln könnt. Dazu könnt ihr hier einfach, dann haben wir das schon mal durch, das eine ab. Und das hier einfach reinsetzen. Das ist auch magnetisch. Das heißt, ihr braucht da jetzt nicht großartig rumfummeln. Die beiden tauschen wir jetzt auch einfach mal aus. Und schon habt ihr die neuen Sticks drauf. Ich bevorzuge allerdings die originalen bzw. die Standard-Sticks. Und auch dieses Digitalkreuz hier ist mir ein bisschen lieber. Deswegen baue ich das jetzt auch wieder um. So, haben wir das auch schon wieder fertig und jetzt gehen wir mal ein bisschen genauer auf den Gamepad selbst ein. Dazu legen wir das hier mal ein bisschen beiseite. Mit dabei ist auch dieses geflochtene Kabel. Ihr könnt es sehen, hier mit Gewebe geflochten, hier an beiden Enden auch nochmal ein Ferritkern gegen eventuelle Störfrequenzen. Das Ganze natürlich mit USB. So, und an dieser Stelle fangen wir jetzt schon mal an mit einem Vorteil, den das Ding auf jeden Fall schon mal gegenüber einem normalen DualShock 4 Controller hat. Hier oben ist eine Fassung für den USB-Stecker, in den das Ding auch nur in eine Richtung reinpasst. Das heißt, aus Versehen falsch rum reinstopfen mit genug Kraft funktioniert nicht. Und außerdem hat es den riesengroßen Vorteil, es wackelt nicht. Es kann also nicht das Problem entstehen, dass wie beim DualShock 4 das Ganze zu locker sitzt und wenn durch eine blöde Bewegung irgendwie der Kontakt abknickt. Das kann hier zum Beispiel schon mal nicht passieren. So, haben wir das Kabel auch fertig. Ist 3 Meter lang, dürfte für die meisten auch reichen, um von der Konsole bis zur Couch auszureichen. So, wir fangen mal mit den einfachen Sachen an. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hören könnt. Ich halte es mal ein bisschen dichter ran. So hört sich der Tastendruck an. Das Ganze klingt also eher wie eine Maus, anstatt wie ein klassischer Button. Hier mal zum Vergleich. Das ist der normale Button vom DualShock 4. Und hier klingt das eher wie eine Maus. Auch der Druckpunkt ist sehr angenehm. Der ist ein kleines bisschen direkter und fühlt sich dadurch einfach auch ein bisschen knackiger an. So, auch die Sticks bewegen sich ein ganz kleines bisschen schwerer. Ja, die sind leicht schwergängiger. Dazu kommt, dass er um einiges schwerer ist als der DualShock 4. Mit 354 Gramm ist er ungefähr 68% schwerer als der DualShock 4. Der wiegt etwa 209 Gramm. Ich persönlich finde es angenehmer, wenn er etwas schwerer ist, weil mir der DualShock tatsächlich ein bisschen zu leicht ist. Und von daher, allein schon vom Gewicht her, ist das Ding super. Er liegt perfekt in meiner Hand. Er hat ein bisschen mehr Ähnlichkeit mit dem Xbox One Controller als zum Beispiel mit dem DualShock 4. Ich bin ja auch einer von denen, der zwar PlayStation 4 spielt, aber den Xbox Controller einfach angenehmer findet, weil er sich einfach angenehmer in meiner Hand anfühlt. So, dazu kommt dann natürlich das obligatorische Touchpad. Und wenn man das hier sehen kann, hier ist so eine Gravur drin. Das macht natürlich dann optisch auch noch ein bisschen was her. Hier normal Options und Share. Und dann gucken wir uns das Ganze mal von oben an, denn da sehen wir schon mal,
Das erste Ding. Hier haben wir natürlich die L1 und R1 Tasten und R2 und L2. Und hier sind die ersten beiden Zusatztasten. Die anderen beiden befinden sich direkt hier hinten hinterm Griff. So, ihr könnt, wenn ihr das Ding in der Hand habt, ohne Probleme an jede Taste kommen. Wobei es bei diesem Gamepad eine Sache gibt, oder nicht nur bei diesem Gamepad, sondern generell, die ich ergonomisch etwas verbesserungswürdig finde. Denn das hier ist zum Beispiel meine normale Handhaltung. Erkennt man von oben vielleicht besser, was ich meine. Ich würde mir wünschen, dass diese beiden Schultertasten weiter unten sind. Das heißt, dass der gesamte obere Bereich weiter nach da gekippt ist. Denn von oben nach unten umgreifen ist weitaus angenehmer als von unten so nach oben umgreifen. Das ist nicht ganz so angenehm. Es fühlt sich nicht so natürlich an. Deswegen würde ich mir generell bei der Ergonomie von Pads wünschen, dass sie ein bisschen weiter in die Richtung gekippt sind. Das wäre einfach für die Handhaltung und für die Fingerhaltung ein ganz kleines bisschen angenehmer. Das ist aber ein generelles Problem, das alle Gamepad-Hersteller momentan haben. Das ist beim DualShock 4 nicht anders. Ne? Da ist es genauso. Da muss ich auch eher so nach oben umgreifen. Und auch beim Xbox One Controller, den ich so halten würde, muss ich so umgreifen. Ne? Also das ist ein generelles Problem. Das liegt jetzt nicht bei Razer. So, weiter im Text. Dann haben wir... Jetzt kommen wir mal an die Rückseite. Ich mache es mal so rum. Hier hinten drei Schalter. Wir haben hier einmal den Schalter PS4 BT, sprich PS4 Bluetooth. Das Ding funktioniert natürlich auch mit Bluetooth an der PS4. Außerdem USB, das gilt sowohl für die PlayStation als auch für den PC. Und PC Bluetooth. Das heißt, wenn euer PC Bluetooth hat oder ihr einen Bluetooth-Dongle oder sowas in der Richtung habt, dann könnt ihr das Ganze auch via Bluetooth am PC nutzen. Was nicht funktioniert, ist via Bluetooth zum Beispiel an Mobile-Devices, an Handys, Tablets und so weiter. Das wird nicht supported. Was aber funktioniert, auch wenn das nicht offiziell supported wird, ist die PlayStation 3. Da habe ich nämlich gerade auch nochmal getestet. Via USB könnt ihr das Ding ohne Problem an der PlayStation 3 benutzen. Dabei wird dann die Share-Taste zur Select-Taste und die Options-Taste zur Start-Taste. Einzige Einschränkung: die PS-Taste funktioniert an der PlayStation 3 dann leider nicht. Ansonsten könnt ihr das Ding ganz normal auch an der PlayStation 3 zum Spielen nutzen. Machen wir hinten weiter. Wir haben, ihr seht es hier oben, zwei weitere Schalter. Das sind Lockschalter für die hinteren Schultertasten. Falls sich der ein oder andere jetzt fragt, warum sollte ich denn die hinteren Schultertasten umstellen? Ne, ihr seht, jetzt ist der Hebelweg etwas länger. Jetzt ist er kurz. Das macht vor allem dann Sinn, wenn ihr zum Beispiel auf den hinteren Schultertasten bei eurem Spiel irgendwelche Funktionen habt, die nicht dosiert werden müssen. Das heißt, wenn es nur Aktionen auslösen oder nicht gibt. Wenn ihr zum Beispiel bei einem Shooter auf der hinteren Taste schießen habt, dann macht es zum Beispiel Sinn, wenn ihr, nur mal eine kleine Beispielsituation, wenn ihr ein schnelles Maschinengewehr habt oder ein LMG, das eben sehr stark verreist und ihr müsst triggern zum Schießen, sprich immer so, damit ihr nicht zu sehr aus dem Ziel gerissen werdet, dann macht es natürlich Sinn, einen möglichst kurzen Weg mit dem Button zu haben. Denn, jetzt kommen wir ein bisschen in den etwas professionelleren Bereich, dieser Weg, den der Button erst zurücklegt, kann wichtige Millisekunden kosten und die können vielleicht entscheidend darüber sein, ob ihr das Ding gewinnt oder nicht. Ne? Deswegen kann man das wunderbar machen, wenn ihr hinten Funktionen habt, die ihr nicht dosieren müsst. Bei Rennspielen macht es natürlich relativ wenig Sinn. Da muss man in der Regel Gas dosieren und so hättet ihr nur Vollgas oder eben gar kein Gas. Ne? Also da macht es natürlich keinen Sinn. So, damit habe ich euch im Grunde das Wichtigste von dem Gamepad hier jetzt so erstmal erklärt. Auf die Sachen komme ich gleich zu sprechen. Das können wir erst sehen, wenn das Ding an ist. Und jetzt erfahrt ihr, warum hier das Handy liegt. Das Ding könnt ihr nämlich konfigurieren mit dem Handy. Und ich zeige euch jetzt, wie das geht. Sobald ihr die Razer App runtergeladen habt aus dem Play Store oder aus dem App Store, sofern ihr einen angebissenen Apfel benutzt, braucht ihr einfach nur eins machen. Ganz wichtig bei dem Gamepad, das Ganze muss auf Bluetooth eingestellt werden. Dann ganz kurz die PS-Taste gedrückt halten, bis er hier anfängt zu blinken. Und dann könnt ihr ganz einfach diese Taste kurz gedrückt halten, bis sie anfängt zu blinken und dann verbindet ihr das Ganze auf der App. Das dürfte jetzt nur ein paar Sekunden dauern. Und jetzt bin ich verbunden. So, ihr könnt jetzt hier sehen, das Ganze
Funktioniert natürlich mit entsprechenden Profilen und die könnt ihr völlig frei einstellen oder ihr könnt sie eben hier auch auswählen. Und ihr seht immer, welches Profil ihr gerade ausgewählt habt an der Farbe dieser LED. Ich stelle jetzt mal auf das Rote, schon wird die LED rot, auf Grün oder Gelb. In dem Fall ist Blau, das ist mein Standardprofil, bei dem habe ich zum Beispiel die beiden hinteren Tasten deaktiviert, denn im Eifer des Gefechts kommt es mitunter schon mal vor, dass ihr ein bisschen fester zudrückt und dann drückt man aus Versehen hinten eine Taste, ist dann natürlich nicht ganz so angenehm, wenn dort irgendwelche Funktionen ausgelöst werden, die ihr nicht haben wollt. So, im Grunde kann man alles, was nötig wird, über diese App einstellen. Ihr könnt auch zusätzliche Profile anlegen, allerdings müsst ihr dazu bei Razer angemeldet sein. Bis zu 500 Profile sind möglich, aber ganz ehrlich, finde ich Quatsch. Kein Mensch braucht so viele Profile für seinen Gamepad. Das geben nicht mal sämtliche Buttons auf dem Gamepad her. Deswegen finde ich das ein bisschen unsinnig. Um jetzt ein Profil zu bearbeiten, wählt ihr hier unten im unteren Bereich einfach das Profil aus. Und könnt jetzt hier zum Beispiel einstellen, wir machen mal testweise hier oben, welche Taste das denn eben sein soll. Ich mache die mal zur Dreieckstaste. Jetzt hätte ich auf dieser Zusatztaste hier dieselbe Funktion, die das Spiel auf der Dreiecktaste hat. Oder eben, wir stellen das Ganze mal auf Options ein. Jetzt wäre das hier oben zum Beispiel die Optionstaste. Das könnt ihr völlig frei belegen. Ihr könnt natürlich auch sagen, ich will da gar keine Funktion drauf haben. Und dann habt ihr im Grunde nur die Standardfunktion und die Zusatztasten sind nicht belegt. Was ihr auch einstellen könnt, sind die Vibrationsmotoren. Ihr seht es hier, ihr könnt einstellen, wie stark sowohl rechter als auch linker Motor vibrieren sollen. Ihr könnt es ganz ausmachen, wenn euch das zum Beispiel stört, oder ihr könnt halt die volle Stärke einschalten und ihr seht gerade, wie er da vibriert. Sorry für die Unterbrechung, Teflon hat gerade geklingelt. War ja wieder klar, wenn du hier gerade am Aufnehmen bist, klingelt das Teflon. So, ich war gerade hier beim Chroma-Effekt. Ihr könnt natürlich auch die Farbe dieser Lichtleiste hier verändern. Ihr könnt einstellen, welche Farbe das sein soll. Ihr könnt einstellen, welches Bewegungsmuster das sein soll. Natürlich sind nicht alle direkt über die App einstellbar, denn einige haben eine Standardeinstellung, sprich eine Standardgeschwindigkeit und so weiter und eben Standardfarben, wie zum Beispiel dieses Wellenmuster hier unten. Das ist klar, da geht Stück für Stück, gehen die Wellen entsprechend durch. Ihr seht es hier gerade, das ist das Wellenmuster. Und das könnt ihr im Grunde so einstellen, wie ihr wollt. Ihr könnt zum Beispiel auch sagen, ich möchte, ein ganz anderes Muster haben. Ein reaktives Muster bedeutet zum Beispiel, dass das Ding immer dann aktiviert wird, wenn ihr irgendeine Taste drückt. Das könnt ihr euch frei einstellen. Ihr könnt die Intensität auch entsprechend einstellen. Oder eben auch die Helligkeit. Falls euch das ein bisschen zu hell ist, könnt ihr es ein bisschen dunkler machen. Falls es euch zu dunkel ist, könnt ihr es hell machen. Ihr könnt es aber auch ganz ausschalten. Das sind die Möglichkeiten, die euch die App bietet. Und damit sind wir mit der App soweit durch. Deswegen packe ich das mobile Hochfrequenzfernsprechgerät jetzt zur Seite und wir machen mit dem Gamepad weiter. So, denn mit dem sind wir noch nicht ganz fertig. Ich wollte hier vorne noch auf zwei Funktionen eingehen. Ihr habt hier zum einen diese Taste. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, da ist so ein kleines Schloss dran. Das ist eine Lock-Taste. Mit der könnt ihr bestimmte Buttons, die in der Regel für ein Spiel nicht belegt sind, sperren. Das heißt, ihr sperrt damit zum Beispiel die PlayStation-Taste, ihr sperrt damit aber zum Beispiel auch die Share-Taste. Das heißt, ihr könnt nicht, wenn ihr irgendwie beim Übergreifen oder sonst irgendwie aus Versehen auf die Taste kommt, irgendeinen Effekt auslösen, der euch vielleicht ein bisschen stört. Was ihr außerdem einstellen könnt über diese Taste hier, ist das Leuchtmuster. Ihr braucht also nicht zwingend die App, um das Leuchtmuster einstellen zu können. Einfach drücken und es geht die verschiedenen Muster einfach stückchenweise durch. Ihr könnt zum Beispiel dann auch mit den Pfeiltasten oder mit dem Digitalkreuz die Helligkeit einstellen mit oben und unten. Und mit rechts und links könnt ihr dann auch noch die verschiedenen Mustervarianten einstellen. So ist zum Beispiel dieses Wellenmuster. Stellen wir einmal weiter, haben wir dieses Regenbogen-Pulsmuster oder wie sich das auch immer schimpft.
Hier habt ihr auch nochmal ein Regenbogenmuster, allerdings dann auch in Wellenform. Oder ihr schaltet es halt dadurch ganz aus. Das sind halt die Möglichkeiten, die ihr direkt am Gamepad habt. Da muss man ein bisschen rumexperimentieren, da muss man ein bisschen rumprobieren, bis man das gefunden hat, was einem selbst am besten gefällt. Und ja, damit sind wir eigentlich mit den Funktionen und dem Funktionsumfang durch. Bis auf eine Kleinigkeit, denn leider gibt es auch ein paar Kompromisse mit diesem Gamepad, die man eingehen muss. Zum einen ist es so, wenn ihr den Controller an der PS4 im USB-Modus nutzt, dann könnt ihr über einen Druck auf der PS-Taste leider nicht die Konsole aktivieren. Das heißt, ihr müsst die Konsole immer direkt am Schalter an der Konsole einschalten. Einschränkung Nummer 2, wenn ihr im Bluetooth-Modus an der Konsole seid, könnt ihr leider nicht den Party-Chat nutzen. Das funktioniert leider auch nicht. Was der Gamepad leider auch nicht unterstützt, ist Achsensteuerung. Das heißt, Spiele, wo ihr den Gamepad schütteln müsst oder irgendwas, das funktioniert leider auch nicht. Und ihr seht, das Ding hat natürlich auch keine Lightbar. Das heißt, alles, was mit der PlayStation-Kamera und der Lightbar gespielt wird, funktioniert natürlich auch nicht, denn die Kamera braucht die Lightbar, um den Gamepad und damit die Bewegung zu tracken. Das sind Sachen, die leider nicht funktionieren, aber das liegt in dem Fall nicht an Razer. Es liegt nicht daran, dass sie es nicht gewollt hätten, sondern das hat einfach lizenzrechtliche Gründe, denn Sony schränkt dort mit einigen Regelungen die Hardwarehersteller ein kleines bisschen ein. Deswegen kann Razer da in diesem Fall absolut nichts, hat also auch keine Auswirkungen auf den Test. Denn wenn man keine Schuld hat, kann man dafür auch keinen Punkt abzukriegen. So sehe ich das. Und deswegen ignoriere ich diesen Punkt. Das macht natürlich das Ganze jetzt nicht sehr viel besser. Ne? Sprich, es wäre schöner, wenn es natürlich so wäre, aber da Razer dafür nichts kann, sollen sie dafür auch nicht bestraft werden. So, und damit sind wir dann tatsächlich durch. Bis auf so das Standardzeug am PC funktioniert das Ding ohne Probleme. Einfach via USB anschließen und dann entsprechend warten, bis Windows den Treiber installiert hat. Es gibt auch einen Razer Raiju Treiber. Der ist zum Beispiel nötig, wenn ihr keine Steam-Spiele spielen wollt. Wenn ihr zum Beispiel irgendwelche älteren Spiele spielen wollt oder eben Spiele, die nicht über Steam verkauft werden. Denn dieser Controller hat offiziell einen Steam-Support. Aber alle Spiele, die eben nicht direkt über Steam gekauft sind, da kann es mitunter sein, dass es nicht reibungslos funktioniert. Für den Fall gibt es separat einen Treiber auf der Homepage von Razer. Verlinke ich euch natürlich nach unten in der Beschreibung. Da könnt ihr dann nochmal direkt den Razer Raiju Treiber installieren. Nicht wundern, wenn ihr das macht. Bei mir hat Windows 10 den Razer Raiju als zwei verschiedene Gamepads erkannt. Zum einen hat er ihn installiert als Razer Raiju und zum anderen hat er ihn installiert als Xbox 360 Controller. Keine Ahnung warum, vielleicht hat das mit irgendwelchen USB-Standards oder sowas zu tun, das kann ich euch nicht sagen, nicht, dass ihr euch da wundert. Und damit sind wir jetzt tatsächlich wirklich durch. Ich muss sagen, ich habe lange keinen wirklich so geilen Gamepad in der Hand gehabt. Vom Gewicht, die Haptik, die Druckpunkte, alles wirklich für meine Verhältnisse perfekt, bis eben auf diesen einen Punkt mit dem Übergreifen, aber da kann Razer auch nichts für. Deswegen hoffe ich, dass die Gamepad-Hersteller zukünftig ein bisschen mehr an die denken, die so zum Beispiel Krämpfe in den Fingern kriegen. Aber das soll es gewesen sein mit diesem Test. Ihr findet natürlich noch ein bisschen was im Artikel zu dem Ganzen. Der ist natürlich auch noch in der Beschreibung verlinkt. Hier war es das von mir. Ich wünsche euch einen traumhaften Tag, einen schönen guten Abend und eine gute Nacht. Wir sehen uns hoffentlich demnächst bald wieder. Bis dann. Ich verabscheue mich.